Hey man, I'm gonna tell you now what things are like. No need to wear for Clarksdale, just to wear it right. No need to wear for Clarksdale. Herzlich willkommen. Wir sind hier zusammen mit Fritz Köster von Blues Power. Da wir dieses Jahr nämlich 40 Jahre Magnifest feiern, haben wir gedacht, wir holen uns eins der Urgesteine des Magnifestes zu uns in das Undercover-Büro-Gebäude. Wunderschöner Himmel, ein wahnsinnig sympathischer Mann neben mir. Erzähl mal. Ja, 40 Jahre Magni. So an die ersten Male kann ich mich eigentlich gar nicht erinnern. 76. War ich das erste Mal auf dem Magnifest als Akteur tätig. Das war schon damals eine ziemlich abenteuerliche Zeit. Die hatten nämlich damals kaum Bühnen. Und ich wurde engagiert für das Magnifest mit meiner Band und sagte denen, aber ihr müsst aber eine Bühne da besorgen. Ja, und tatsächlich kamen dann nur so schräge Bühnen an, die sie sich eben halt von so einem Autohandel geborgt hatten, wo eigentlich normalerweise so Autos draufstehen. Und da können wir nichts mit anfangen. Also da rutschen wir ja runter. Und lass uns da oben aufs Dach. Das geht nicht, ihr könnt doch da oben nicht auf dem Dach spielen. Ja, und sage, frag mal. Und dann sagt er, okay, geht, aber ihr dürft da oben keine Nägel reinkloppen. Mhm. Und so haben wir 3 Tage da oben auf dem Dach gespielt. Und die Leute haben wirklich große Augen. Ja, das hört sich echt spannend an. Da war ich ja noch nicht mal, oh Gott, da war an mich noch nicht mal zu denken, 76, wie viele Jahre ist das jetzt her? Für 24, 37 Jahre. 37 Jahre, ja, vor 37 Jahren. Ja, und ich denke, so die letzten 20 Jahre war ich eigentlich immer auf dem Magnifest vertreten. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal ein Jahr nicht gespielt habe. Das hört sich echt toll an. Ich war beispielsweise noch nicht so, da ich ja noch ein bisschen jünger bin, noch nicht so oft auf dem Magnifest, aber ich habe schon gehört, das ist immer der Treffpunkt für alte Bekannte, alte Freunde und gibt es bei dir auch irgendwie sowas, so Tradition? Ja, also das ist schon eine ganz traditionelle Veranstaltung oder eine Veranstaltung, wo Traditionen gepflegt werden. Also ich kann mich daran erinnern, mein Bruder früher traf sich dort immer mit Schulkameraden, die eben halt aus Hamburg extra für das Magnifest kamen. Oder zu unserer Veranstaltung, das ist auch eine tolle Sache, kommen Leute aus Hannover, die sagen, wir kommen nur zu dieser einen Veranstaltung sonntags morgens dahin. Ja, und es sind eigentlich immer wieder dieselben Leute, die man da trifft. Die ich manchmal das ganze Jahr über nicht sehe. Ah, Mensch, du wieder. Sei grüßt. Du hattest vorhin mir, als wir uns so unterhalten haben, erzählt, die hatten dann immer ihre Brillen auf und Hüte. Also, ja, so Blues Brothers. Ne? Also das war eine ganz tolle Sache. Also vor allen Dingen früher eben halt immer, als das noch nicht so organisiert war. Diese High Noon-Veranstaltung ist ja mal entstanden, weil die Leute gesagt haben, oder Kneiper gesagt haben, wir brauchen da einen Frühshop. Ja, und dann haben wir einfach ein paar Bühnenelemente aufgebaut und haben da gespielt. Und und dadurch ist diese Kultveranstaltung entstanden. Da kamen dann immer Leute an, die hatten einen schwarzen Anzug an, weißes Hemd, schwarzen Hut, Sonnenbrille und waren also richtig drauf. Und wir haben dann früher auch viel so Blues Brothers-artige Sachen gespielt. Ja, das hört sich echt gut an. 30 Jahre Blues Power gibt es nun, 40 Jahre gibt es das Magnifest, 20 Jahre seid ihr mit dabei, also Jubiläumsjahr. Und heute freust du dich besonders aufs Magnifest, ja? Ja, auf jeden Fall. Aber Magnifest ist immer was Besonderes. Also wir freuen uns eigentlich alle immer und fragen schon vorher immer, und wie sieht's aus, dieses Jahr wieder Magnifest? Und so, ja, klar. Von euch hat mal einer gesagt, Blues Power gehört zum Magnifest wie die Bratwurst. Ein sehr schöner Abschluss. Also ich bedanke mich recht herzlich. Es war wirklich super nett mit dir. Und wir sehen uns dann am Sonntag um 12 Uhr, den 8.9. an der Bühne am Magnitor und feiern den High Noon. The power of the blues. It's not the words alone.